Wir könnten anfangen, Berlin, bitte. Mein Partner ist da. Jürgen Raab, Sie sind erst 20 Jahre alt, ein sehr hoffnungsvoller Stürmer. Und Sie haben neulich mal geäußert, Ihnen würde eigentlich eine große Zuschauerkulisse nichts ausmachen. Sowohl vor 80.000 würden Sie spielen wie vor 10.000. Wie erklären Sie das? Ja, zum Ersten würde ich sagen, ich bin vom Nerventyp her so veranlagt, dass ich vor dem Spiel zwar aufgeregt bin, aber im Spiel direkt sehr ruhig wirke. Das Stadion ist also nun leer und die 20.000 haben heute voller Zufriedenheit ihren Heimweg angetreten. Das kann man verstehen. 7:0, fast schon ein Ostereiersieg. DDR-Fußballer Goldmedaillengewinner im Studium, Ortho-Studio von Montreal. Wer hätte das gedacht? Gewünscht haben es Millionen, es ist Wirklichkeit geworden. Torwart Jürgen Kreu, es gibt ein schmetterndes Tenorlied. Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Ist das Ihr schönster in Ihrem Fußballerleben? Sicher, ich glaube, dass es unser erfolgreichster Tag gewesen ist. Und speziell für mich ist es wirklich ein würdiger Höhepunkt dieses Fußballjahres. Joachim Steich, der Fußball-Hanseat aus Rostock, ist auch ein glücklicher Mann, denn er hat zwei wichtige Tore in diesem letzten WM-Qualifikationsspiel geschossen. Eigentlich nicht geschossen, sondern mit dem Kopf geköpft. Ja. Achim, nicht? Aber es ist ja egal, wie man sie reinkriegt, Hauptsache überhaupt. Ja, ich möchte dazu erstmal sagen, egal ist, wer die Tore schießt, natürlich freue ich mich besonders über das zweite, denn es war mein wichtigstes Tor bis jetzt. Und in der WM-Ausscheidung sind es immerhin 7 schon geworden. 7 Tore. Insgesamt für Sie 14 jetzt, 14 nicht? Tore, ja. 14 Länderspieltore. Und Achim, wenn ich mich recht entsinne, haben Sie alle 6 Spiele dieser WM-Runde bestritten und in 5 oder 4 ein Tor gemacht, ja? Ich habe alle 6 WM-Ausscheidungsspiele in der vollen Spielzeit und habe bis auf die beiden Rumänien-Spiele jeweils ein Tor geschossen oder mehr. Nur gegen Rumänien? Nur gegen Rumänien, aha, nicht. Aha. Also Achim, ich knüpfe an den Wunsch von Millionen Fußball-Einkern an, wenn ich jetzt sage, wir hoffen auch in den nächsten Länderspielen, machen Sie wieder. Zumindest dann und wann ein Tor für uns. Na, ich hoffe, dass ich noch einige mache für unseren Fußball. Ne? Hier im Studio Georg Buschner in Hamburg begrüßen zu können. Und ich bin ganz sicher, liebe Zuschauer, dass ich im Namen von Millionen Fußballfreundinnen in unserem Land Georg Buschner die Hand schütteln darf. Damit stellvertretend allen 12 eingesetzten Spielern, das war eine großartige Leistung. Wie haben Sie das selbst unten empfunden, dann vor allen Dingen, als es 1:0 stand, Georg Buschner, und in die letzten Minuten ging? Na, ich war an sich vor diesem Spiel niemals unsicher. Wir haben das Spiel der BRD einige Monate lang schon beobachtet, genau wie unsere Spiele von unserem sportlichen Gegner beobachtet wurden. Und haben uns natürlich speziell Gedanken gemacht über die letzten beiden Spiele der BRD-Mannschaft und da waren Schwächen sichtbar. Lutz Lindemann, Sie sind zum zweiten Mal in der Nationalmannschaft eingesetzt worden. Sie haben nun also Ihre Feuerprobe bestanden. Wie beurteilen Sie denn so die internationale Atmosphäre? Naja, nachdem es gegen die Schotten ein internationales Freundschaftsspiel war, ein Länderspiel, war es da heute eine ganz andere Atmosphäre. Nicht zu vergleichen mit Oberliga-Punktspielen oder selbst Europacup-Spielen. Es war angeheizt vom Publikum, von der Presse und es war für uns eine schwierige Aufgabe. Und vom Ergebnis her haben wir sie positiv erfüllt. Jürgen Grossheim, ich muss sagen, man war fast perplex, diese Vorwärtself in dieser Form zu sehen. Wie erklären Sie sich diesen totalen Wandel von mäßigen Punktspielleistungen zu einer wirklich sehr guten Europacup-Leistung? Ja, wir wussten von vornherein, wenn wir gegen diese europäische Spitzenmannschaft gewinnen wollen, dann müssen wir uns erheblich steigern gegenüber den Punktspielen. Das hat die Mannschaft hervorragend gemacht, hat sich motiviert gegen diesen starken Gegner und uns ist heute eigentlich sehr viel gelungen. Wir haben meiner Ansicht nach fast optimal gespielt. Und Ihr Eindruck von Ihrem internationalen Schiedsrichterkollegen, dem Herrn van Langenhoven aus Belgien? Also van Langenhoven ist ein international sehr renommierter Schiedsrichter. Er gehört zu den Besten in Europa, das beweist allein seine Nominierung für dieses Spiel. Ja, dann will ich noch zwei Meinungen zu dieser Party einholen. Erst die von Magdeburger Seite, Jürgen Sparwasser, der Nationalspieler, leider immer noch verletzt. Wie geht's denn persönlich? Wieder bergauf, Jürgen Sparwasser? Ja, ich habe in dieser Woche mit dem Training wieder angefangen und ich rechne damit, dass ich vielleicht in einer Woche wieder spielen kann. Fritz Bohler, 2:1 Sieger beim Auftakt gegen einen internationalen Cup-Vertreter von uns. Eigentlich ein Auftakt nach Maß. So würde ich das auch sehen. Ich muss aber sagen, ich hatte eigentlich der Mannschaft zugetraut, hier 2 Punkte zu holen. So war die Mannschaft eingestellt und vorbereitet. Das war's aus Magdeburg. Hier, vielen Dank, war das von dir.
dir. Ja, auch. Auf Wiedersehen. Und gute Besserung, Jürgen. Bis bald.